Charlie, hast du mal einen Moment? Nur wenn's was Wichtiges ist. Ich hab zu tun. Tja, kommt drauf an, was man als wichtig bezeichnet. Ich meine, für mich ist es wichtig. Na gut, dann lass hören. Was gibt's? Alter, diese... dieser Helm, wie er singt, Alter. Glaubst du, der Film von der Justice League wird irgendwie gut? Musste man unbedingt Luke, Han und Leia mit in Episode 7 einbauen? Was denkst du über den Körpertausch von Octavius und Peter Parker? Ich glaube fast, du willst dich gar nicht unterhalten. Was denkst du über den Körpertausch von Octavius und Peter Parker? Komm schon, Mann. Ich hab dir gesagt, ich hab zu tun. Ich hab heute den richtigen Scheißtag und damit nicht genug. Ich kann mit diesem Scheißding nicht richtig arbeiten. Wovon redest du? Der verdammte Schraubenzieher. Der ist für Schlitzschrauben und ich brauche einen Torx, damit ich Hals Lautsprecher abmontieren kann, dass der endlich mal die Klappe hält. Aber warum denn? Der Song ist der Hammer. Randall, bitte. Ich bin echt erschöpft. Lass mich einfach alleine. Okay, dann. Ciao. Okay. Wir brauchen einen besseren Schraubenzieher. Haben wir leider nicht, schade. Autsch! Das Ding ist höllisch heiß. Was? Kann ich es irgendwie mit was anderem mitnehmen? Was? Ja, Mann, das ist so dumm, dass es geht. Warum geht sowas? Ich kann auch hier zu U-Bahn, ne? U-Bahn? U-Bahn? Hallo? Kann ich nicht zu U-Bahn? Lol. Okay, dann nicht. Ich hab da zu U-Bahn. Okay, dann gehen wir jetzt mal zum Elf Porn Shop. Was ist mit diesem Laser gerade gegen, Alter? Und Charlie einfach so nichts gemerkt hat. Alles klar, das ergibt Sinn. Das ergibt Sinn. Hey. Ich wusste, dass du hier rumhängst. Kennen wir uns? Ich kenne jedenfalls dich. Also, irgendwelche Untaten zu gestehen? Was? Du hast mich schon richtig verstanden, oder willst du mir weismachen, dass du den Ring nicht in deinem Besitz hast? Bist du ein Bulle? Sehe ich vielleicht aus wie ein Bulle? Wenn du kein Bulle bist, schlag ich vor, du lässt mich in Ruhe. Sonst fängst du dir echt Probleme ein. Wenn du mir den Ring nicht gibst, kracht's gleich zweimal. Einmal, wenn ich dir eine reinhaue und nochmal, wenn du auf den Boden aufschlägst. Hier aufwarten, Macker machen reicht heute nicht. Arschloch, du gibst mir lieber den Ring oder ich ramm dir meinen Arm in den Hals und hol dein Herz durch dein Maul raus. Ich will diesen Ring. Tja, sieh mal, es gibt auf der Welt zwei Arten von Menschen. Auf dieser Welt. Was? Warum? Die einen haben einen geladenen Revolver und die anderen buddeln. Du buddelst. Ich finde die Antwort ja cool. Das war wohl ein Missverständnis. Was? Guten Tag, mein Herr. Halt's auf. So kriege ich gar nichts aus ihm raus. Er lässt sich von mir nicht einschüchtern. Ach Mann. Ich weiß nicht, ob Phil heute sauer auf mich ist und ehrlich gesagt, ich will das gar nicht rausfinden. Ach so, okay. Dann fahren wir erstmal zu Claydons. Claydons Café. Nee, Claydons Bar. Claydons Cave, Mann. Anti-Establishment-Nerf. Nerd, nicht Nerf. Hi. Was? Mit dem rede ich gleich. Gibt's auch nichts Neues? Hallo. Wie geht's, Elaine? Seit du hier bist, bin ich unruhig. Heißt das, du hast Schmetterlinge im Bauch, sobald du mich siehst? Eher Barracudas. Elaine, ich bin's doch bloß. Du musst nicht gleich weiche Knie kriegen, wenn ich dich anlächel. Okay, gut. Weil ich nämlich keine habe. Ich kenn dich doch, Elaine. Ich weiß, wie du dich fühlst. Dann weißt du ja, dass mir gerade schlecht ist. Ach, weißt du, ich glaub nicht, dass die schnippische Tour das beste Mittel ist, das Herz eines Mannes zu erweichen. Wär dir eine Schraubzwinge lieber? Hör mal, Elaine. Jo. Wir müssen dieses Spielchen nicht mehr durchziehen. Charlie? Ich weiß, dass du mich magst. Das Einzige, was ich an dir mag, Randall, ist, wenn du wieder gehst.
Wenn ich sage, ich werde unruhig, wenn du reinkommst, dann nur, weil ich nicht weiß, ob du ein kotwerfendes Tier dabei hast oder deinen kotzenden Freund. Beides ist nicht so gut. Macht das die Sache etwas klarer für dich? Wow, das war ja... Die Wahrheit. Okay, ich verspreche mich von jetzt an zu benehmen. Vielleicht kann ich ja alles wieder gut machen. Ach komm schon, Randall, vergiss es. Ich will heute nicht... Oh. Hier ist der Pater Roy. Hey, wie geht's denn heute so, Pater? Sehen Sie, tut mir leid, dass ich Ihnen gestern die Kreide geklaut habe und dass ich versucht habe, Sie zu vergiften. Wissen Sie, ist einfach so passiert. Obwohl, jetzt wo ich darüber nachdenke, technisch gesehen sollten Sie sich gar nicht daran erinnern. Also vergessen Sie, was ich gerade gesagt habe. Braver Junge. Nee. Wozu denn das? Okay. In Toiletten gibt's auch nichts Neues, ne? Nee, okay. Haben wir hier wohl nichts zu tun, außer vielleicht irgendwie irgendwas mit dem hier. Was hat Travis mit Sci-Fi zu tun? Hey, was geht? Kenn ich dich? Nee, solltest du aber. Hör mal, ich warte hier nur auf jemanden. Wenn du also nichts dagegen hast... Störe ich? So ein bisschen. Oh, jetzt habe ich aber Angst. Ein Typ, der wie Travis aussieht, bedroht mich. Wie wer? Mir ist gerade eingefallen, dass ich dich hasse. Wiedersehen. Ja, hau ab. Was? Was? Okay. Warte mal, kann ich den Laser... Wäre toll, die Laserleistung mit Plutonium zu verbessern. Ich glaube bloß nicht, dass man das so macht. Sieht aus wie der Laser, der mich fast gekillt hat. Kann ich den... Oh, warte mal, kann ich... Okay, obwohl, das machen wir später. Erstmal will ich zu mir nach Hause. Beziehungsweise zu Randall nach Hause. Erstmal zu Shreepwood Station. Oder so. Und mal gucken, was da so abgeht. Oh nein, der Junge. Was geht, Junge? Du bist hässlich. Tja, in jedem von uns schlummert innere Schönheit. Außer in dir, versteht sich. Ja, du bist auch nicht gerade Adonis, Junge. Siehst eher aus... Er ist wie ein Schwein aus. Wie ein menschliches Schwein zwar, aber wie ein Schwein. Hey, das ist aber ein cooles Abzeichen. Kann ich das mal ausleihen, Kleiner? Hey, das ist aber ein cooles Abzeichen. Kann ich das mal ausleihen, Kleiner? Du Penner! Tja, das mag ja deine persönliche Meinung sein, aber lenken wir mal nicht ab. Willst du das vielleicht eintauschen? Nein, ich bin hier das Gesetz. Ist es immer noch verpönt, kleine Kinder in Computerspielen umzulegen? Du bist hässlich. Dir fällt auf nichts Neues ein, Schandmaul. Schandmaul? Ha, wie alt bist du denn? 60? Ich glaube, das war's. Soll ich sie dir wieder auffüllen? Oder willst du lieber Süßigkeiten? Kinder lieben Süßigkeiten, oder? Hey, wenn ich mir das Abzeichen ausleihen darf, bringe ich dir Süßigkeiten, okay? Nein, ich will eine bessere Knarre. Kriege ich das Abzeichen, wenn ich dir eine bessere Knarre besorge? Weiß nicht. Du bist so hässlich. Ich will eine bessere Knarre. Aber wer weiß, wenn du mir Süßigkeiten mitbringst? Ich will eine bessere Knarre. Hier, willst du Plutonium? Nein, das ist... Ich muss ihn irgendwie bestechen oder so, wenn ich mit dem kleinen Presser ins Geschäft kommen will. Ich glaube, er hat was von einer neuen Knarre gesagt. Oder Süßigkeiten. Randall, Süßigkeiten. Keine Knarre. Knarre ist gefährlich. Hey, Finger weg. Das ist kein Spielzeug. Tja, dann hätten die das nicht so schön bunt machen sollen. Hör auf, mich zu nerven. Verzieh dich. Wenn ich nur einen Penny hätte für jedes Mal, dass das jemand zu mir gesagt hat, hätte ich jetzt ungefähr $2,75 zusammen. Das klingt nicht nach viel, aber Penny für Penny wären das 400, 500 Leute? Ich bin kein aggressiver Typ, aber ich verliere gleich die Geduld. Nerv jemand anderen, ja? Ach, dein Verlust, Alter. Okay. Nichts für mich. Guten Morgen, wie geht's denn so? Verdammt, jetzt habe ich mich aber erschreckt. Kenn ich dich?
Ob du mich kennst? Na klar, hast du Woodstock 1999 gesehen? Vergessen? Oh. Nee, wollte schon höflich sein. Darfst du dich nicht mit Fremden unterhalten oder sowas? Aber sicher. Aber ich glaube ja nicht, dass ich vergessen habe, was du diesem armen Tier gestern angetan hast. Als wenn es gestern gewesen wäre. Ja, klar. Aber glaub ja nicht, dass ich vergessen habe, was du diesem armen Tier angetan hast. Als wenn's gestern gewesen wäre. Wovon redest du? Du hast mit dem Hammer nach dem Koala geworfen und ihn ausgenockt. Daran würde ich mich ja wohl erinnern. Aber da klingelt gar nichts. Bist du sicher, dass du mich nicht mit jemand anderem verwechselst? Vielleicht jemand mit Koalaphobie? Nein, nein, nein. Ich weiß das noch genau. Da scheinst du dir ja recht sicher zu sein. Hör mal. Ich kann mich nicht daran erinnern. Aber wenn ich's war, hat das kleine Mistvieh das wohl auch verdient gehabt. Tja, der hat mich ausgeraubt und mich dann auch noch angegriffen. Und dann hat er mich nochmal ausgeraubt. Aber darum geht's ja gar nicht. Ja, okay, wie auch immer. Übrigens. Oh, das ist echt so lange, ein Schild aufzuhängen. Das ist dein Van da drüben. Schöne Werkzeuge. Du hast so viele davon. Dauert das echt so lange, ein Schild aufzuhängen? Wie bitte? Ich meine, es sollte doch nicht so lange dauern, 4 Nägel mit dem Hammer reinzuschlagen. Hm? Ich sag's ja nur. Wer hat hier wohl die Uniform an? Du oder ich? Tja, ist doch völlig egal. Außerdem, wenn ich so drüber nachdenke, warum haust du denn immer auf den gleichen Nagel? Ich bin Handwerker. Ich will, dass alles perfekt ist. Wow. Dein Boss ist sicher hoch erfreut. Ich arbeite für die Stadt. Oh, na, dann arbeitest du ja quasi für mich. Klar, Mann. Ist das dein Van da drüben? Warum? Ach, einfach so. Aber glaubst du nicht, dass der etwas blöd abgestellt ist? Du blockierst den Gehweg und ich glaube ja, der steht außerdem im Parkverbot. Die Arbeit hier ist dringend. Ich kann parken, wo ich will. Verstehe. Vielleicht habe ich mich nicht klar genug ausgedrückt. Der Van blockiert den Zugang zu meinem Haus. Es ist ja nicht so, dass ich mich nicht dran vorbeiquetschen könnte, aber der stört mich ganz einfach da. Kannst du den nicht ein Stückchen bewegen, bitte? Klar, sobald ich hier fertig bin. Okay, die Runde geht an dich. Schöne Werkzeuge und gleich so viele davon. Danke. Sind die neu? Nein, warum? Kann ich mir mal ein Maßband ausleihen? Oh, die Nagelpistole. Sieht wie ein cooles Spielzeug aus. Kann ich die mal kurz haben? Oh, die Nagelpistole sieht wie ein cooles Spielzeug aus. Kann ich die mal kurz haben? Siehst du nicht, dass ich die gerade benutze? Ich dachte, du könntest vielleicht mal eine kleine Pause machen oder so. Tja, kann ich aber nicht. Und außerdem könntest du dich verletzen. Ich wette all mein Geld, dass ich aus einer halben Meile Entfernung deinen Helm treffe. Guter Versuch, aber immer noch nein. Manu. Könnte ich mir mal dein Maßband ausleihen? Auf keinen Fall, das brauche ich gerade. Ach komm schon, ich muss echt gerade was ausmessen und das dauert ja auch nur einen Moment. Im Ernst, komm schon. Abgelehnt. Immer wenn ich jemanden ein Werkzeug ausleihe, sehe ich es nie wieder. Ich versprech's, du hast es gleich zurück. Ich glaub dir nicht. Wow, ich bin echt kein guter Lügner. Ehrlich gesagt muss ich nicht mal was ausmessen. Du hast sicher gar nicht so viele, wie du glaubst. Wie bitte? Werkzeuge. Ich dachte, jemand wie du müsste eigentlich viel mehr haben. Ich hab genug Werkzeuge. Die sind alle im Van. Interessant. Interessant? Ja. Kannst du mir die mal zeigen? Nein. Dann gehe ich mal besser. Nein. Aber nein. Willst du einen Hammer? Ich tausche gegen Nagelpistole. Ich glaube nicht, dass das hin... Aber Werkzeug... Oh. Da kann ich nichts rausnehmen, ohne dass das merkt. Kann ich da was reinpacken, ohne dass das merkt? Das muss ich nicht aufhören. Doch. den Trichter. Warum nicht? Eine Partytröte. Das ist kein... Duct Tape. Muss ich... Ein Blech. Nee. Plutonium. Blöd. Anno. Ich will eher den Hammer. Ich habe seit 7 Jahren niemanden... Okay. Hey, was geht, Jules? Wo ist Vincent? Ich heiße Pitt und du wirst deinen Arsch hier nicht so leicht aus der Schlinge ziehen. Klar, Mann. Übrigens, ich dachte, heute wäre Sci-Fi-Con.
Warum bist du nicht dort? Ach, fuck, Mann. Die verfickten Bastarde haben sie im letzten Moment abgesagt. Ich geh da hin und geb den verfickten Muschis eine Kugel in den Kopf. Bleib mal locker, ist doch nicht so schlimm. Immerhin musst du nicht die klitzekleinen Teile Schädel vom Rücksitz pulen oder so. Nicht so schlimm? Nicht so verfickt schlimm? Ich bin eine atombombenlegende Arschlochsau, Motherfucker. Jedes Mal, wenn ich meinen VIP-Ausweis sehe und gar nicht dort bin, bin ich voll TNT. Ich bin die Kanonen von Navarone. Im Ernst, was zum Geier mache ich eigentlich hier noch? Ich gehe da hin und mach sie alle. Mann, Junge, bleiben wir mal cool, wie zwei Fonsis. Und bitte sag mir, dass das keine echte Knarre ist, die du da hast. Was hast du gesagt? Mr. 9mm ist immer geladen, okay, Motherfucker? Ja, sicher, ist klar. Alles klar. Schöner Aktenkoffer übrigens. Danke. Was ist da drin? Die Wäsche vom Boss. Du musst für deinen Boss die Wäsche waschen? Wenn er sie sauber haben will, ja. Was für ein Scheißjob. Ja, habe ich auch gedacht. Ich glaube, da hängt eine Socke vom Boss raus. Stimmt. Verpasst du auch einem Mann eine Fußmassage? Fick dich! Ich hörte, du bist ein Oberfußmeister, dass deine Technik so gut ist, dass es nicht mal kitzelt oder so. Fick dich, Motherfucker! Weißt du, ich bin ziemlich fußmüde. Ich könnte auch eine Fußmassage vertragen. Mann, pass lieber auf, ich bin schon ein bisschen angepisst hier. Na, dann zeig mir doch mal, wie Mr. 9mm arbeitet. Kann ich nicht machen. Ach, komm schon. Nur ein Schuss in die Luft. Wir sind hier mitten auf der Scheißstraße am helllichten Tag. Ich gebe keinen Schuss ab. Das macht eine Menge Lärm und ich habe keinen Schalldämpfer. Warte mal. Nicht auf meiner Abschuss. Können wir irgendwas als Schalldämpfer benutzen? Ein einfacher Trichter geht sicher nie als Schalldämpfer durch. Das ist kein... Es gibt... Schalldämpfer. Nee. Muss ich gar... Warte mal, kann ich den irgendwie das Blech verbiegen? Ich glaube nicht, dass... Oder... Ich benutze den... Nee. Komm schon. Hey, das erinnert mich an die Schalldämpfer, die man immer in den Filmen sieht. Nur viel billiger. Nice. Hier, sieh dir das mal an. Hey, schöner selbstgebauter Schalldämpfer. Für mich? Ja, aber du musst ihn gleich hier ausprobieren. Okay, Bruder, wenn du darauf bestehst. Was zum Geier war das? Der scheiß Schalldämpfer dämpft gar keinen Schall. Nee, wenn überhaupt, hat er nur alles lauter gemacht. Aber ich bin hier auf der richtigen Fährte. Oh, super. Das Gute ist, dass du mir beim nächsten Mal gleich ein Megafon mitbringen könntest. Und ich würde immer noch glauben, dass das ein Schalldämpfer ist, weil ich nämlich jetzt taub bin. Hey, bist du irre oder was? Ich kriege fast ein Herz, Kaspar. Wenn du das nochmal machst, rufe ich die Bullen.